Sobald in Norditalien der Frühling zu spüren ist, zieht es sie zum Fluss. Rosmarie Schmidthammer kennt die Etsch gut. Kanuwandern ist ihre Leidenschaft. Diesmal will sie von ihrer Heimat Südtirol bis zur Mündung in die Adria fahren. Die Etsch ist für mich ein sehr ruhiger Fluss, wo man abschalten kann. Es gibt zwar einzelne Stellen, wo es etwas turbulenter ist, aber ansonsten ist es sehr ruhig. Man hört nur noch seinen eigenen Paddelschlag. Das ist so ähnlich wie ein Herzschlag. Und man darf dann wirklich in sich einkehren auch irgendwo. In die Natur, man sieht alles von einer ganz anderen Perspektive. Und das ist eigentlich das Schönste, diese besondere Perspektive, die man eigentlich vom Ufer aus nicht hat. Eine Reise entlang der Etsch verspricht unterschiedlichste Facetten. Sie führt in traditionsreiche Städte wie die Kurstadt Meran. Kann man sagen, was es da ist? Eine Regenbogen. Sie streift atemberaubende Landschaften wie die Blätterbachschlucht. Sie zeigt technische Meisterleistungen wie den Etsch-Gardasee-Tunnel. In Verona führt sie hinter die Kulissen der Opernfestspiele. Und im Po-Delta in unberührte Natur. Rosmarie stammt aus einer Südtiroler Bauernfamilie, deren Wiesen bis an den Fluss reichen. Mit Anfang 20 fing sie mit dem Kanusport an. Sie bestritt Wettkämpfe im Slalom und fährt Marathon. Die Etsch ist ihr Trainingsrevier. Die Etsch hat sehr, sehr schöne Stellen. Ich persönlich bin am Fluss aufgewachsen. Ich habe am Fluss meine Sommer verbracht, dort gespielt. Es war der schönste Spielplatz meines Lebens. Und ich habe als Kind immer die Kanufahrer gesehen. Das war das Schönste eigentlich für uns so als Kinder, diese Kanufahrer zu sehen. Das war doch etwas Exotisches. Die Etsch fließt durch den Norden Italiens und ist der zweitlängste Fluss des Landes. Sie entspringt in Südtirol am Reschenpass, nahe der Grenze zu Österreich. Wie an einer Perlenkette reihen sich die Städte Meran, Bozen, Trient, Verona und Chioggia. Nach 415 Kilometern mündet die Etsch in die Adria. Erst die Begradigung des Flusses ermöglichte im Tal Landwirtschaft in großem Stil. Bis ins 19. Jahrhundert war weit und breit Sumpfgebiet. Karl-Heinz Innerhofer lebt vom Apfelanbau, wie viele Bauern im Finchgau, dem obersten Teil des Etschtals. Damit die Äpfel schön groß werden, muss ein Teil der Blüten entfernt werden. Ausdünnung heißt das in der Fachsprache. Statt Chemie benutzt Karl-Heinz dafür ein mechanisches Gerät. Er betreibt biodynamische Landwirtschaft, möchte mit der Natur arbeiten, statt gegen sie. Im Bioanbau kann der Baum sich in den Boden holen, was er braucht. So wie ich, wenn ich in den Keller gehe, mir einen Speck runterschneide oder ein Glas Gurken, auf was ich Lust habe.
Und in der Chemie ist das so zu verstehen, also wenn du im Spital liegst und Diffusion bekommst, oder ein Sportler, der viel Doping macht. Im Finchgau stellen immer mehr Bauern auf Bio um. Dank des trockenen Klimas gibt es wenig Pilzbefall und Bioware erzielt höhere Preise. Das Etschtal ist eines der größten Apfelanbaugebiete Europas und liefert rund die Hälfte der Apfelernte Italiens. Ein Großteil geht in den Export und landet zum Beispiel in deutschen Supermärkten. Karl-Heinz Schwester ist Imkerin. Bienen sind unerlässlich für die Bestäubung. Die Blütezeit ist von immenser Bedeutung. Jetzt entscheidet sich, wie später die Ernte ausfällt. Wenn die Bienen jetzt kommen, da beginnt das ganze Leben mit der Summt alles. Man denkt sich schon, dann, das Tal wird wieder voller Früchte sein. Das ganze Tal weiß wie so im Hochzeitsgewand. Die Berge sind noch angezuckert. Schon schön. Doch die Idylle trügt. Karl-Heinz folgt dem Alarm. Treffpunkt ist am Ufer der Etsch. Jede Nacht hält ein anderer Bauer Wache. Sobald die Temperatur unter Null sinkt, müssen die anderen aus dem Bett. Die Etsch wird zur Retterin in der Not, denn es besteht Frostgefahr. Höchste Zeit, die Pumpen einzuschalten. Frost ist der schlimmste Feind der Blüten. Beregnung soll sie schützen, denn Wasser setzt beim Gefrieren Wärme frei. Als hauptberuflich Bauer fiebert man da schon mit, nicht? Weil es doch die Existenz ist für jeden Bauer. Nicht? Unsere Werkstatt liegt im Freien, nicht? Und dadurch sind wir der Natur und der Willkür der Natur ausgesetzt. Für Karl-Heinz hatte der Frost bereits fatale Folgen. 2 Jahre hintereinander verlor er die komplette Ernte. Wenn man dann in die Anlagen geht und die ganzen Blüten sind braun und wenn man sie dann aufzwickt, dann sind sie innen schwarz und dann nach ein paar Tagen fällt alles ab und es ist nur mehr das grüne Laub da. Das ist dann schon frustrierend. Ne? Bis Ende Mai müssen Karl-Heinz und die anderen Bauern zittern. Bis dahin sind die Blüten empfindlich. Gletscher bedeckten vor mehr als 10.000 Jahren fast die gesamten Alpen. In der letzten Kaltzeit, der Würmzeit, beginnt die Entstehungsgeschichte der Etsch. Der Etschgletscher formte das Tal, durch das heute der Fluss fließt. Es war randvoll mit Eis. An manchen Stellen erreichte der Eispanzer eine Mächtigkeit von mehr als 2.000 Metern. Der Hauptstrom war rund 350 Kilometer lang und bis zu 40 Kilometer breit. Er reichte von der österreichisch-italienischen Grenze bis zum Gardasee. Es war das größte Gletschersystem auf der Südseite der Alpen. So unscheinbar entspringt die Etsch, die auch politische Symbolkraft erlangte. Wenn von dem Fluss die Rede ist, fällt unweigerlich eine Liedzeile.
Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, dichtete Hoffmann von Fallersleben in seinem Lied der Deutschen und beschrieb damit die historischen Siedlungsgrenzen deutschsprachiger Volksgruppen. Es wurde die Nationalhymne der Weimarer Republik. Die Nationalsozialisten missbrauchten sie und nutzten die erste Strophe als Propaganda. Die Panzersperre Plamort, oberhalb der Etschquelle. Sie ist Teil des Alpenwalls, einem Verteidigungssystem entlang der italienischen Grenze. Faschistenführer Mussolini beauftragte den Bau in den 30er Jahren als Schutzwall gegen das Deutsche Reich. Dreimal treffen sich Hitler und Mussolini am Brenner. Als Verbündete pflegen sie die Achse Berlin-Rom. Doch ihr Verhältnis ist von Misstrauen und Verachtung geprägt. Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland steht insbesondere die Südtirol-Frage zwischen den Diktatoren. Einen Schutzwall aus 800 Bunkern hatte Mussolini geplant. Gebaut wurden rund 300. Die meisten existieren noch, wie rund um Mals im Finchgau. Benny von Spinn erkundet seit Jahren den Alpenwall. Ihn faszinieren die Betonkolosse. Den meisten seiner Landsleute sind sie dagegen ein Dorn im Auge. Viele Südtiroler denken darüber, dass es die Zeit des Faschismus war, wo man das Deutschtum total ausmerzen wollte und haben natürlich ein Trauma da davon getragen. Deswegen hat man auch versucht, einige Bunker abzureißen. Aber ich denke, man sollte von der Geschichte lernen und man sollte die Bunker heute friedlich nutzen. Benny hat einen Bunker gekauft und in ein Kunstobjekt verwandelt. Er steht oberhalb von Tartsch, mit Blick auf die Ortlergruppe, die höchsten Berge Südtirols. Mit Geranien will Benny an ein schmerzhaftes Kapitel der Südtiroler Geschichte erinnern, die sogenannte Option. Hitler und Mussolini zwangen die Bevölkerung zur Wahl. Entweder Südtirol verlassen und ins Deutsche Reich umsiedeln oder bleiben und sich Mussolinis Italienisierung beugen. Der Faschistenführer wollte in der deutschsprachigen Region eine italienischsprachige Mehrheit schaffen. Alles Deutsche wurde verboten. Es war eine bittere Wahl. Wer ging, war der Heimat untreu. Wer blieb, seiner Kultur. Das war ein Schreckgespenst, die Option. Denn es ging ein Riss durch sämtliche Familien. Und da war es auch so, dass der Vater sagte, nee, ich bleib hier. Und der Sohn, der war fixiert aufs Deutsche Reich und der ging weg. Und die Geranie war die Symbolpflanze für die Dableiber, aber auch für die Optanten, also die Südtirol verlassen haben. Und da gab es sogar ein Lied, das da hieß, wir reißen die brennet lieb, heißt die Geranie bei uns, die brennet lieb von den Erkern und nehmen sie mit ins Deutsche Reich. Das Terrassengeländer ist der Wellenform der Melodie von John Lennons Give Peace a Chance nachempfunden. Friedensbunker nennt Benny seinen Betonkoloss. Ende der 70er leistete er in der nahegelegenen Kaserne seinen Wehrdienst. Schon damals hätte er gerne einen Bunker gekauft. Aber die Bauwerke gehörten dem Militär und standen unter strenger Geheimhaltung. Als sie an das Land Südtirol übergingen und zum Verkauf standen, griff er sofort zu. Mit den Bunkern verbindet er feuchtfröhliche Erinnerungen an seine Soldatenzeit. Ich wusste, die waren zugemauert. Aber ich wusste, wie man reinkommt. Und da haben wir eben die ersten Partys gefeiert. Und da war natürlich jede Menge Alkohol im Spiel.
Wir hatten Bier mit und hatten Mädels mit und hatten Luftmatratzen mit und Kerzen und natürlich eine eigene Musikanlage. Und dann hatten wir natürlich jede Menge Spaß. Heute vermietet Benny seinen Bunker für besondere Anlässe, wie Hochzeits-, Kommunions- oder Geburtstagsfeiern. Der Hingucker ist ein Camping-Oldie aus den 60ern. Eine Südtiroler Familie ist damit kreuz und quer durch Europa gefahren. Benny will damit an die Aufbruchsstimmung in der Nachkriegszeit erinnern. Der Wohnwagen, der symbolisiert Freiheit, Frieden, auf Reisen gehen zu können, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen. Und wenn du im Wohnwagen dann drin dieses Panorama siehst, dieses wunderschöne Tal, da geht dir schon das Herz auf. Was soll ich sagen? Benny liebt es, Freunde einzuladen. Er war Besitzer eines Szene-Lokals und ist im Tal bekannt wie ein bunter Hund. Doch sein Treiben im Bunker wird auch argwöhnisch beäugt. Sicher ist das Dorfgespräch. Alles, was neu ist, ist am Anfang suspekt. Verständlicherweise hatten wir auch mal Musik, die dann im Tal unten gehört wurde. Und das war eben nicht die klassische Volksmusik, wie man sie hier gewohnt ist, sondern es war auch Reggae dabei und so. Und das war schon ein bisschen zu heftig wahrscheinlich für die Bevölkerung. Ausgediente Sessel eines Skilifts hat Benny zu Barhockern umfunktioniert. Eine von vielen verrückten Ideen, und die werden ihm nicht ausgehen. Im Frühjahr sorgt die Schneeschmelze für steigende Pegel. Rosmarie freut sich über die starke Strömung. Sie verwandelt die Etsch an ihrem Oberlauf zu einem Gebirgsfluss. Dank der Wasserkraft erstrahlten Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Straßenlaternen Südtirols. Der Strom kam vom Kraftwerk an der Töll. Für den Bau wurde der deutsche Ingenieur Oskar von Miller engagiert, der später das Deutsche Museum in München gründete. Südtirol war damals Teil von Österreich-Ungarn. Eine rege Bautätigkeit begann nach dem Ersten Weltkrieg. Die Region gehörte nun zu Italien und an der Etsch entstanden mehrere Großkraftwerke. Unter Mussolini wurde die Stromgewinnung zum Politikum. Der Faschistenführer nutzte den Bau der Kraftwerke zur Italienisierung Südtirols. Er holte Zehntausende Arbeitskräfte aus dem Süden. Und die italienischsprachige Bevölkerung wuchs rasant. In den 50ern rissen Stauseen tiefe Wunden in die Landschaft. Viele der ohnehin armen Bauern wurden enteignet. Der Bau in den schwer zugänglichen Seitentälern war eine technische Meisterleistung. 6 Jahre dauerten die Arbeiten am Zufrittdamm im Martelltal. Tragische Berühmtheit erlangte ein Dorf, das dem Reschensee weichen musste. Der Kirchturm ist das einzige Überbleibsel von Altgrauen und eines der bekanntesten Postkartenmotive Südtirols. Am 16. Juli 1950 läuteten die Glocken das letzte Mal.
Die Bewohner wurden umgesiedelt, die Häuser und das Kirchenschiff gesprengt. Nur der Kirchturm stand unter Denkmalschutz. Bis heute erinnern etliche Stromkraftwerke an den Faschismus. Die monumentale Architektur sollte den Machtanspruch verdeutlichen. Nicht ohne Grund wurden Kraftwerke und Strommasten in den 60ern im Kampf um Südtirols Autonomie zur Zielscheibe von Bombenattentaten. Die neue Energie brachte aber auch Gutes. Seilbahnen erschlossen die Bergwelt und kurbelten den Tourismus an. Heute gibt es in Südtirol mehrere hundert Aufstiegsanlagen und der Betrieb avancierte zum Millionengeschäft. Die Edge leidet unter der Stromgewinnung. Die Wissenschaftler rücken aus, um den Fischbestand zu erfassen. Und um den steht es schlecht. Die Anzahl der Fische und die Artenvielfalt sinken seit Jahren. Mit einem Elektrofanggerät lassen sich Fische aus dem Wasser holen, ohne dass sie getötet werden müssen. Das Team arbeitet im Auftrag des Südtiroler Amts für Jagd und Fischerei und des lokalen Artenschutzzentrums. Insbesondere die Begradigung des Flusses beeinträchtigt den Lebensraum der Tiere. Im Oberlauf wurde die Edge fast vollständig reguliert und verlor mehrere Kilometer Flussbett. Ein Fluss normalerweise hat ja im Frühjahr zum Beispiel Hochwasser, im Sommer geht der Wasserstand wieder etwas zurück, im Winter ist ganz Niederwasserzeit. Und wenn der Fluss jetzt nicht begradigt ist, dann kann er zeitweise über die Ufer treten, bringt wieder Nährstoffe ins Gewässer ein und so weiter. Wenn ich jetzt begradigt, dann habe ich eigentlich relativ eine homogene Strecke, die keine Dynamik hat und die mir auch keine Unterstände für einen Fisch bietet. Weil ein Fisch braucht ja Reviere, in denen er sich aufhaltet, um zu ruhen, sage ich mal, aber auch Jagdreviere. Wie so oft geht dem Team nur mit viel Geduld ein Fisch ins Netz. Diesmal eine Regenbogenforelle. Neben der Begradigung erschwert die Stromindustrie den Tieren das Leben. Die Stromgewinnung erfordert einen Schwall- und Sunkbetrieb. Das heißt, das Wasser steigt oft sehr schnell und sinkt auch sehr schnell. Das ist zum Beispiel auch für die kleinen Fische, die Brütlinge, die am Ufer eher die ruhigen Wasserzonen suchen, ein Problem. Weil wenn der Schwall schnell ansteigt, kann es sein, dass die Fische mit ans Ufer geschwemmt werden. Und wenn er wieder zurückgeht, dann kann es sein, dass die draußen liegen bleiben. Außerdem sind immer mehr Hobbyfische an der Edge unterwegs. Zudem gibt es natürliche Feinde wie den Kormoran. Besonderes Augenmerk schenken die Wissenschaftler der marmorierten Forelle. Sie war fast ausgestorben und wird im Rahmen eines Zuchtprogramms künstlich vermehrt. Es ist eine von vielen Maßnahmen, die den Fehlern der Vergangenheit entgegenwirken sollen. Das Wichtigste in meinen Augen war eben, dass man viele Renaturierungen macht. Also, dass man dem Fisch wieder mehr Lebensraum gibt, dass man eben Unterstände hat für große Fische, aber auch Flachwasserzonen und beruhigte Zonen für kleinere Fische oder jüngere Stadien. Natürlich auch die ganze Problematik mit der Wasserkraft, dass man dort schaut, ein bisschen zu ökologisieren, dass es auch wieder Möglichkeiten gibt, dass die Fische wandern können, dass man künstliche Wanderhindernisse schaut, wegzubringen oder Fischtreppen zu errichten. Das waren alles Maßnahmen, die wichtig waren, dass der Edge wieder besser geht, sagen wir mal so, für den Fischbestand. Im Edgetal liegt die Wiege Tirols.
Schloss Tirol war die Stammburg des gleichnamigen Adelsgeschlechts und Meran über Jahrhunderte die Hauptstadt der Grafschaft Tirol. Barbara Haller arbeitet für die Stadtgärtnerei und hat Dienst auf der Promenade. Durch das Ätschtal kommt warme Luft aus Süden, die für mildes Klima sorgt. Die Blumenbeete werden mehrmals im Jahr neu bepflanzt und jeden Morgen gewässert. Es ist auch ein bisschen für mich eine Eitelkeit, dass es immer so schön herausgeputzt ist. Kaum sieht man ein Unkraut, möchte man es gleich rausreißen, obwohl es die Leute, die Touristen und die Einheimischen gar nicht sehen. Im 19. Jahrhundert stieg Meran zur Kurstadt auf. Treffpunkt war die Wandelhalle. Europas Hochadel und namhafte Künstler kamen, wie Wassily Kandinsky, Franz Kafka oder Rainer Maria Rilke. Meran galt als Südbalkon der K&K-Monarchie. Ich stelle mir früher vor, dass man an der Wandelhalle flaniert ist, sich getroffen hat, Kontakte geknüpft hat, das beste Gewand angezogen hat. Die Röcke durften zwar nicht zu lange sein bei den Frauen, weil es eine Kurordnung gab, die besagte, dass der Staub nicht aufgewirbelt werden darf, damit die Lungen, weil wir ja Kurstadt sind, saubere Luft einatmen können. Den Ruhm verdankt die Stadt vor allem der legendären Kaiserin Elisabeth. Sie kam inkognito, mit einem Hofstaat von mehr als 100 Bediensteten. Ihre Tochter Marie-Valerie kränkelte und sollte im milden Klima genesen. Mehrere Winter verbrachten die beiden in Meran. Einmal residierte Sissi im Grand Hotel Kaiserhof, damals eines der besten Häuser am Platz. Die Fassade soll Schloss Schönbrunn nachempfunden sein. Hatten Sie eine gute Anreise? Guten Tag, Frau Magdalena. Heute beherbergt das Hotel die Landeshotelfachschule. Das freut mich. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Magdalena Meierhofer und ihre Mitschüler üben den formvollendeten Empfang des Gastes. Gut, Magdalena und Alex, das haben Sie sehr gut gemacht. Für euch möchte ich sagen, dass es wichtig ist, der Gast reicht zuerst die Hand. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Viele Schüler stammen aus Hotelierfamilien und sollen einmal den elterlichen Betrieb übernehmen. Im Fach Restaurantführung trainieren Magdalena und ihre Klasse diesmal flambieren. Disziplin ist ein sehr großes Thema in dieser Schule. Hier wird auch vorgeschrieben, sich zu sitzen. Also die Lehrer sprechen uns mit Sie an. Und es wird auch sehr viel Wert auf die Schulkleidung gelegt. Meiner Meinung nach ist das jedoch ein großer Vorteil, auch besonders mit der Kleidung, da man da auch schon mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt und sich auch einfach erwachsener fühlt. Cocktailmixen darf in der Ausbildung nicht fehlen. Der Unterricht ist im Arbeitsalltag in First-Class-Häusern nachempfunden. Dabei geht es durch sämtliche Stationen vor und hinter den Kulissen. Morgen muss die Klasse in die Küche. Auch die Meraner Stadtgärtnerei ist ein alteingesessener Traditionsbetrieb. Danke. Barbara Haller und ihre Kollegin bereiten die Skulpturen für die Promenade vor. Mehrere Wochen arbeiten sie daran. Die Kurstadt investiert viel in ihr Erscheinungsbild. An Ostern wird wie jedes Jahr zum Auftakt der Saison das Haflinger Galopprennen stattfinden. Bis dahin müssen die Pferdefiguren perfekt dastehen. Das weiße Fell entsteht aus irischem Moos.
Die Skulpturen sind für Meran wichtig, weil es einfach historisch ist und wir früher noch viel mehr Pflanzfiguren hatten und einen guten Schmied haben, der heuer in Pension geht, aber der uns einfach Figuren gemacht hat, die wir dann pflanzen können und die Touristen suchen. Also sie sind sowohl auf Postkarten als auch gerne gesehenes Fotomotiv. Noch 2 Tage. Dann muss Barbara die Skulpturen auf die Promenade bringen. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute haben wir ein Frühlingsmenü. In der Hotelfachschule kocht jeden Tag eine andere Klasse das Mittagessen für Schüler und Lehrer. Magdalena Meyerhofer ist heute für die Knödel zuständig. Die Arntaler Kaspressknödel auf Krautsalat. Knödel machen kann sie wie die meisten Schüler schon von zu Hause. Aber mehrere hundert zu rollen, noch dazu mit roter Beete, bedeutet Stress. Ich habe im letzten Sommer ein Praktikum in der Küche absolviert und ich habe da wirklich gesehen, dass der Beruf des Koches ein sehr zeitaufwendiger Beruf ist. Man hat sehr wenig Freizeit und es ist wirklich anstrengend, die Arbeitszeiten, dann die Extrawünsche, man muss sehr spontan sein. Für Magdalena und die meisten ihrer Mitschüler ist der Weg vorgezeichnet. Die Wirtschaft der Region ist vom Tourismus abhängig. Ich glaube, wenn keine Touristen mehr kommen würden, dann würde es große Arbeitslosigkeit geben. Es würde schon noch andere Arbeiten geben, auch in der Landwirtschaft. Aber auch Teile der Landwirtschaft haben sich auf den Tourismus spezialisiert. Das sieht man vor allem bei Urlaub auf dem Bauernhof. Und deshalb leben die auch schon vom Tourismus. Aber zurzeit besteht kein Grund zur Sorge. Der Tourismus in Südtirol wächst. Ein Job ist den Schülern sicher. Gärtnerin Barbara Haller bringt ihre Meisterwerke zur Kurpromenade. Eine heikle Fahrt. Nicht auszumalen, eine der kostbaren Figuren würde kippen. Seit mehr als 40 Jahren zieren die Pferde Jahr für Jahr die Promenade vor dem Kurhaus. Natürlich ist es auch schön, wenn die Leute noch kommen und sagen, schön, hab's das gemacht und super und hin und her. Da kriegt man logisch gleich schon eine Freude und dann Stolz auch ein bisschen. Noch ein paar fleißige Lieschen drumherum, dann ist alles fein für Ostern. Mit einem Trachtenumzug beginnt in Meran der Ostermontag. Auch das seit eh und je. Beim ersten Rennen 1896 starteten Bauern in Tracht und mit ihren Arbeitstieren. Zur Unterhaltung der Kurgäste scheut die Stadt bis heute weder Kosten noch Mühen. Die Rasse der Haflinger ist nach einem Dorf oberhalb Merans benannt und gehört zu Südtirol wie Speck und Knödel. Rosmarie ist wie die meisten Südtiroler zweisprachig. Im Italienischen gibt die Etsch der Provinz ihren Namen. Alto Adige, Hochetsch. Aus Rom richtet sich der Blick nicht auf den Süden Tirols, sondern auf den Norden Italiens und den Oberlauf der Etsch.
6 Uhr früh auf dem Obstmarkt in Bozen. Die Geschichte der Provinzhauptstadt ist geprägt vom Handel zwischen Nord und Süd. Anna Quinz verkörpert das italienische Südtirol. Ihre Familie stammt teils aus Venetien, teils aus Sizilien. Bozen zählt zu den größten Städten im Alpenraum. Anna liebt das Flair im historischen Zentrum. Herz der Stadt ist der Walterplatz. Josef heißt ein mehrsprachiger Reiseführer, den Anna zusammen mit ihrer Kollegin Kunigunde herausgebracht hat. Das Lebensgefühl der Stadt ist durch den Mix der Kulturen geprägt. Als ich mit 6 Jahren in der Ballettschule war, habe ich gemerkt, dass die Kinder um mich herum eine andere Sprache sprechen. Ich konnte noch nicht lesen, konnte also auch nicht die zweisprachigen Straßenschilder verstehen. Das war sehr komisch und das erste Mal, dass mir bewusst wurde, in einer zweisprachigen Stadt zu leben. Anna arbeitet als Autorin, PR-Frau und Designerin. Ihr Büro liegt in den Bozner Lauben, seit dem Mittelalter die Lebensader der Altstadt. In den ehemaligen Handelshäusern wurden Waren gelagert. Durch den Lichthof erreicht Sonne die innenliegenden Fenster. Auf dem Immobilienmarkt sind die Lauben hochbegehrt. Glücklich, wer hier eine Wohnung oder ein Büro ergattern kann. Aus dem blauen Stoff wird eigentlich der typische Schurz der Südtiroler Bauern genäht. Anna entwirft daraus Mode und setzt bewusst auf das Zusammenspiel von Tradition und Moderne. Wir haben den blauen Schurz gewählt, weil mein Mann Fabio aus einer Bauernfamilie stammt und der Schurz zu seiner Familiengeschichte gehört. Ich dagegen bin ein Stadtkind, aber jeder Südtiroler kennt dieses Blau. Ein Mann ohne Schurz ist nur halb angezogen, lautet ein Südtiroler Sprichwort. Der blaue Schurz ist das Symbol der Bauern. In der Zeit des Faschismus wurde das Kleidungsstück politisch aufgeladen und stand für die Zugehörigkeit zur deutschen Sprachgruppe. Anna hat bereits ihre 2. Kollektion herausgebracht und setzt auf ein zeitgemäßes Heimatbewusstsein. Ihr Motto? More than apples and cows. Mehr als Äpfel und Kühe. Sie will zeigen, dass Südtirol vielfältiger ist, als man es aus der Tourismuswerbung kennt. Man arbeitet hier sehr stark mit Marketingstrategien und hat dieses traditionelle Bild zementiert, auch im Kopf von uns Südtirolern. Dabei ist es begrenzt. Man hat das Gefühl, in einer Art Disneyland zu leben, in dem die Menschen nur bestimmte Aspekte suchen. Wir, die wir hier wohnen, wissen, dass es viel mehr gibt. In ihrem Reiseführer zeigen Anna und Kunigunde dem Leser auch das italienische Gesicht von Bozen. Die Talfa-Brücke verbindet die Altstadt mit einer Neustadt aus der Zeit des Faschismus. Anna ist dort aufgewachsen. Mit dem Siegesdenkmal wollte Diktator Mussolini die Vorherrschaft Italiens über die deutschsprachige Region demonstrieren. Bis heute ist der Protzbau für viele Südtiroler ein ungeliebtes Sinnbild der faschistischen Assimilation.
Invece Marcello Piacentini. Jahrzehntelang spaltete das Siegesdenkmal die Sprachgruppen und beschwor auf beiden Seiten Patriotismus. Es war Ziel von Aufmärschen, Kranzniederlegungen und Anschlägen. Aus Sicherheitsgründen war das Denkmal abgeschirmt. Erst seit wenigen Jahren ist es für die Öffentlichkeit zugänglich. Erinnern ist wichtig, aber wir müssen auch nach vorne blicken. Mir würde es zum Beispiel gefallen, wenn zeitgenössische Künstler am Siegesdenkmal Hand anlegen und das Bild komplett desillusionieren. Eine Bar auf dem Dach, ein Garten drumherum, in dem Kinder spielen. Damit man nicht immer erschlagen davor stehen bleibt, wie vor einem Mahnmal, das uns permanent an seine ursprüngliche Bedeutung erinnert. Die Neustadt entstand am Reißbrett und sollte Bozen den Stempel der Italianità aufdrücken. Sie beherbergte das Heer der Industriearbeiter aus dem Süden. Italienisch wurde in Bozen die dominierende Sprache und ist es bis heute, während im Rest von Südtirol Deutsch vorherrscht. Das Siegesdenkmal ist nicht das einzige Bauwerk, das immer wieder für heftige Debatten sorgt. Das Mussolini-Relief am einstigen Sitz der faschistischen Partei ist das größte Wandbild seiner Art in Europa. Die Spuren des Faschismus prägen das kollektive Gedächtnis Südtirols. Diskussionen über die eigene Identität reißen nicht ab. Auf die Frage zu antworten, ob Südtirol wirklich Italien ist oder nicht, ist äußerst heikel. Es ist die schwierigste Frage überhaupt, wahrscheinlich weil immer noch Konfliktpotenzial besteht. Ich persönlich diskutiere ungern darüber, nicht weil ich keine Haltung habe, sondern weil ich glaube, dass wir schon einen Schritt weiter sind. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Das Zitat von Hannah Arendt soll dem Denkmal etwas entgegensetzen. Anna und Kunigunde gehören zur jungen Generation von Südtirolern, die weltoffen und trotzdem heimatverbunden ist. Das Picchio. Eine einfache Osteria empfehlen die beiden in ihrem Reiseführer. Als italienischsprachige Südtirolerin wird sich Anna weiter stark machen für ein modernes Image ihrer Heimat, abseits der Klischees. Ich fühle mich als Südtirolerin, aber es ist nicht immer einfach, das anderen klarzumachen. Ich spreche kein Deutsch, esse nicht jeden Abend Speck oder Knödel und Freunde oder deutsche Muttersprachler sagen mir oft, ich sei keine richtige Südtirolerin, weil ich halt all das nicht mache. Aber jeder ist auf seine Weise Südtiroler. Ich fühle mich hundertprozentig als Südtirolerin und bin sehr stolz darauf. Auch für Rosemarie spielt Heimatverbundenheit eine Rolle. Ihr Großvater erzählte ihr von den Autonomiebestrebungen in der Nachkriegszeit. »1957 wurde Schloss Sigmundskron zum Symbol für Südtirols Unabhängigkeit. Am 17. November strömten mehr als 30.000 Menschen auf die Festung. Ich glaube, das war eine sehr besondere Stimmung. Es war eine Aufbruchsstimmung. Das Volk war bereit, für seine Kultur, für seine Sprache zu kämpfen und ging dorthin, um gemeinsam ein großes Ziel zu erreichen.«
Es ist die bislang größte Kundgebung in der Geschichte Südtirols. Die Demonstranten forderten die Selbstverwaltung der Provinz, unabhängig vom italienischsprachigen Trentino. Es war der Auftakt zum langwierigen Kampf um Südtirols Autonomie. Ich glaube, für Südtirol ist es das Wichtigste überhaupt. Es ist die Freiheit. Man spürt sie jeden Tag. Wir leben unsere Kultur. Und die Autonomie hat es uns ermöglicht, weiterleben zu dürfen, so wie man es gewohnt ist. In einem Alpenland, das doch sehr eigen ist manchmal. Das Über-Etsch, ein Hochplateau oberhalb des Etschtals. Wein hat die Gegend wohlhabend gemacht. Ansitze prägen das Landschaftsbild. Und mit dem Über-Etscher Stil entwickelte sich sogar eine eigene Strömung in der Architektur. Valeria Erigi arbeitet als Location Scout für eine deutsche Filmproduktionsfirma. Sie sucht Drehorte für die ARD-Serie Bozenkrimi. In Schloss Engler wurden schon zahlreiche Filme gedreht. Das Anwesen ist seit fast 400 Jahren in Familienbesitz. Valeria besichtigt es gemeinsam mit dem Grafenpaar Johannes und Maria Kuen-Belasi. Viele fragen mich, was Location bedeutet. Sie denken an Hochzeiten und verstehen nicht, dass man auch für einen Film die richtigen Orte braucht. Das ist eine der ersten Fragen, nachdem das Drehbuch fertig ist. Valeria weiß, dass der Regisseur Drehorte mit authentischem Charakter bevorzugt. Im Schlosshof wird im Bozenkrimi eine entscheidende Szene spielen. Sie sind doch verrückt. Warum hätte ich Doritza umbringen sollen? Ich wollte mit Doritza sprechen, habe gesehen, wie sie ins Haus ist. Kommissarin Sonja Schwarz löst in der Serie Mordfälle in der Bergregion. Die Filme laufen zur Hauptsendezeit in der ARD. Valeria sucht nicht nur geeignete Drehorte, sondern verhandelt mit den Besitzern auch die Location-Miete. So, das ist der Raum. Ist ein großer Raum? Okay. Kann ich ein paar Bilder machen? Ja, bitte, bitte. Okay. Einige Fotos. Dann schicke ich alles an die Künstler, an den Regisseur, an die Ausstattung, an die Filmgesellschaft. Letztendlich ist man als Besitzer so eines Hauses natürlich auch mit der Erhaltung konfrontiert. Es sind immer wieder neue Projekte, vom Dach bis zu den Mauern. Und so ist schon auch das ein wirtschaftlicher Beitrag zur Erhaltung des Hauses, weil wir das Haus ja auch historisch erhalten wollen, mit historischem im Originalzustand. Und das fördert eigentlich wieder die Filmaktivität, weil der Film genau sowas wieder sucht. Loggien mit Säulen, Türmchen und Doppelbogenfenster. Der Über-Etscher-Stil entstand, als Baumeister aus dem Süden in die Gegend zogen und die deutsche Spätgotik mit Elementen der italienischen Renaissance kombinierten. In Ansitz-Rheinsberg darf Valeria sich alleine umschauen. Der Besitzer, ein Industrieller, hat ihr den Schlüssel anvertraut. Er hat das Gebäude mit viel Aufwand restaurieren lassen und neben den Kachelöfen auch die typische Tiroler Stube erhalten. Anfangs war es sehr schwer, Zugang zu bekommen. Es sind ja keine öffentlichen Museen, sondern Privathäuser. Deshalb ist es ein unglaubliches Geschenk, solch ein Haus besichtigen zu dürfen. Für die Restaurierung der Kapelle kamen eigens Spezialisten aus Venedig. Thank you.
Ansitz Zinnenberg gehört einer wohlhabenden Hotelierfamilie und wird im Bozen-Krimi zum Zuhause der Kommissarin und ihrer Tochter. Laura! Laura, jetzt warte doch mal bitte! Was? Du kannst uns doch nicht beim Frühstück so eine Entscheidung präsentieren und dann einfach so gehen, als wenn nichts wäre. Lerne ich diesen Luca denn wenigstens mal kennen? Wir haben einen Mordfall. Dieser Richter, Josef Pircher, ist tot. Vor dem Kamerateam rücken die Ausstatter an. Valeria koordiniert und beruhigt den Besitzer. Und dann drehen wir in den Schlafzimmer oben am Essenstück. Ja. Die Dreharbeiten im Ansitz sollen nur einen Tag dauern. Am Vortag wird alles minutiös vorbereitet. Die Ausstatter räumen fast das ganze Haus um. Hier finden die ganzen Essszenen statt. Aus dem Wohnzimmer wird in der Serie die Küche. Die Wände wurden dafür extra rot gestrichen. Ja, wir haben schon Bilder von letztes Jahr, oder? Da hatten wir unsere Anschlussfotos von der Dekoration. Was war denn los? Ein Mordfall auf dem Weingut Kofler. Ist dem Hans was passiert? Nein, den Koflers geht's gut. Eine Erntehelferin, die bei denen gearbeitet hat. Doritza? Laura, was ist los? Matte, bitte weiter sagen, Matte. Rund einen Monat dreht das Team für eine neue Folge. Na bitte? Bitte? Und Valeria muss viel erklären. Die größte Schwierigkeit ist, dass die Besitzer nicht erwarten, dass die Ankunft eines Filmteams einer Invasion gleicht. Sie fragen sich, was machen all diese Menschen? So viele Leute für 3 Minuten Film? Sie wissen nicht, dass nach einer Woche Dreh nur wenige Minuten herauskommen. Deshalb sind sie erst mal geschockt. Und dann gibt es viele Fragen. Zum Beispiel, warum stehen so viele Leute rum und machen nichts? Ja, sie sind sehr erstaunt. Bitte! Rosemarie ist von Beruf Geologin. Sie unterrichtet an einer Berufsschule für Steinbearbeitung, geht aber auch ins Terrain. Nicht ohne Grund braucht Rosemarie heute einen Helm. Sie hat einen Termin in einer der beeindruckendsten Schluchten Südtirols. Die Blätterbachschlucht am Rande der Dolomiten. Gemeinsam mit einer Kollegin begutachtet Rosemarie, ob in den Felswänden Bewegungen zu erwarten sind. Insgesamt muss man in der Blätterbachschlucht immer sehr aufpassen. Es kommt immer wieder zu frischen Abbrüchen, zu rezenten Steinschlag. Man muss wirklich immer wieder schauen, wo gehe ich entlang. Zum einen darf ich nicht ausrutschen, ich kann mich dadurch verletzen. Aber zum anderen ist vor allem dieser steile Hang, diese Felsformationen an sich, sie birgen eine bestimmte Naturgefahr. Rosmaries Kollegin Evelyn Kustacza arbeitet für das Südtiroler Naturmuseum und leitet internationale Forschungsprojekte in der Schlucht. Das Besondere an der Blätterbachschlucht ist, dass man ungefähr 40 Millionen Jahre durchlaufen kann. Also von den ältesten Gesteinen ganz unten bis zu den jüngsten Gesteinen ganz oben auf der Spitze sind 40 Millionen Jahre vergangen. Und wenn es nach dem Regen dann so richtig leuchtet und die Sonne so reinprasst, dann hat man so das Gefühl, so einen kleinen Grand Canyon zu sein. Die Blätterbachschlucht zählt zum Weltnaturerbe Dolomiten und ist bis zu 400 Meter tief. Sie weist sämtliche Gesteinsarten der Gebirgsgruppe auf und zeigt den geologischen Aufbau. Für ihren Unterricht in der Berufsschule nimmt Rosemarie eine Gesteinsprobe.
Sogar Astronauten trainieren in der Schlucht, wie sie im All fachmännisch Gestein entnehmen. Siehst du das? Viel was chemisch ist, das einfach tief eingefroren ist. Sprich, Schlamm, sehr weich. Fossilien lassen darauf schließen, welche Tiere vor Jahrmillionen in der Schlucht lebten. Geologen wie Touristen gelingen immer wieder erstaunliche Funde. Fossilien zu finden ist etwas sehr Schönes. Sie erzählen diese Geschichte, in der sie entstanden sind, und man hat immer die Freude eines kleinen Kindes, wenn man diese Fossilien immer wieder findet. Rosmarie paddelt durch die Salurner Klause. Die Talenge markiert die deutsch-italienische Sprachgrenze und zugleich die Grenze zwischen den Provinzen Südtirol und Trentino. Die Etsch fließt durch Trient, die Provinzhauptstadt des Trentino. Ein Tunnel verbindet den Fluss mit dem Gardasee und soll helfen, Überschwemmungen zu vermeiden. Weiter südlich verläuft die Etsch durch Verona und die Po-Ebene. Bei der Hafenstadt Chioggia mündet sie in die Adria. Andrea Navarini ist in Trient geboren und aufgewachsen. Der Fluss wurde im 19. Jahrhundert an den Stadtrand verbannt. Einst floss er durchs Zentrum, aber nach etlichen Überschwemmungen wurde der Lauf verlegt. Trient ist seit Jahrhunderten Bischofssitz. Nach seinem Marketingstudium wollte Andrea zunächst ins Ausland gehen, doch er entschied sich zu bleiben. Was mir an Trient am besten gefällt, ist, dass die Stadt wie ein großes Dorf ist. Sie liegt mitten in den Bergen. Das gibt einem ein Gefühl von Geborgenheit. Und die Menschen, die hier leben, sind sehr gelassen. Manchmal ein bisschen verschlossen, aber immer sehr gastfreundlich. Mit Ende 20 ist Andrea in den Betrieb seiner Eltern eingestiegen. Er fühlt sich der Tradition verpflichtet und möchte die Kupferschmiede in dritter Generation weiterführen. Schon als Kind hat er in der Werkstatt geholfen. Die Navarinis versuchen mit Qualität der Konkurrenz aus Fernost zu trotzen und setzen weiter auf Handarbeit. Andreas Großvater hat die Werkstatt Ende der 50er Jahre gegründet. Im Trentino wurde einst Kupfer abgebaut und es gab zahlreiche verarbeitende Betriebe. Was mein Großvater fertigt, hat mich als Kind beeindruckt und es beeindruckt mich bis heute. Er besitzt eine Handfertigkeit, die nicht viele haben. Die Nachfrage nach so schönen, handgemachten Dingen wird leider immer weniger. Es ist ein Können, das, selbst wenn wir es vererbt bekommen oder uns bemühen, nicht einfach zu erwerben ist. Ich jedenfalls erreiche dieses Niveau noch nicht. Die Familie produziert überwiegend auf Bestellung und hat Kundschaft weltweit. In den USA, Südkorea oder Saudi-Arabien. Mit seinem Vater und seinem Onkel arbeitet Andrea Hand in Hand. Als junger Mensch in einen Familienbetrieb einzusteigen, ist heikel und schwieriger, als in irgendeinem anderen Betrieb anzufangen. Es gibt keine definierte Hierarchie.
Die Entscheidungsprozesse sind mal so, mal so. Jede Generation hat ihre Ideen und Visionen. Um chemische Reaktionen mit Lebensmitteln zu vermeiden, kleiden die Navarinis die Pfannen mit Zinn aus. Zu ihren Kunden zählen namhafte Sterneköche. Viele große Köche schätzen Kupfer, weil es die Wärme besser verteilt. Kupfer leitet doppelt so schnell wie Aluminium und 30 Mal so schnell wie Stahl. Andreas Onkel Fiorenzo und seine Tante Claudia sind in der Familie die Meisterköche für Polenta. Im Kupferkessel brennt der Brei aus Maisgrieß kaum an und lässt sich beim Rühren einfach vom Boden lösen. Siamo pronti. Ecco qua ragazzi, arriva la pappa. È pronto? Tutti a tavola. Vor allem bei Familienfesten darf Polenta nicht fehlen. Bei den Navarinis gibt es dazu Kalbsgeschnetzeltes. Perfetto. Gina Lorati. Buon appetito. Das Etschtal ist seit jeher eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Nord und Süd. Zahlreiche Burgen zeugen von der strategischen Bedeutung, die der Handelsweg einst hatte. Bergbauern nutzen im Frühjahr die uralten Weiderechte an der Etsch. Die Schafe treten die Dämme fest und leisten damit gleichzeitig einen Beitrag zum Hochwasserschutz. Graziano Lunardelli und Elena Foradori haben den Pegel der Etsch immer im Blick. Die beiden arbeiten für das Amt für Gebirgsgewässer und sind auf dem Weg zu einer Katastrophenschutzübung. Die Etsch ist ein Fluss, der sehr furchteinflößend werden kann, wenn Hochwasser ist. Ich war beim Hochwasser 2018 dabei. Und den Wasserspiegel um so viele Meter ansteigen zu sehen, hat mich sprachlos gemacht. Die Gewalt, die das Wasser entwickelt, ist beeindruckend. Die Geschichte der Etsch ist geprägt von verheerenden Überschwemmungen. Im 19. Jahrhundert sollte die Begradigung des Flusses die Naturgewalt bändigen. Aber sie verursachte eine Zunahme der Fließgeschwindigkeit und hat die Gefahr für Hochwasser verstärkt. Der Etsch-Gardasee-Tunnel soll vor allem die flussabwärts gelegene Stadt Verona schützen. Vor der Übung machen Elena und ihr Kollege eine Kontrollfahrt. Durch einen Seitenstollen gelangen sie in die Hauptröhre. Droht die Etsch über die Ufer zu treten, werden die Schleusen geöffnet und Wasser in den Gardasee abgeleitet.
Bevor Elena den Job antrat, war ihr der Tunnel nicht bekannt, obwohl sie in der Nähe aufgewachsen ist. Auch viele Einheimische wissen nicht, was es mit dem Stollen auf sich hat. In den letzten 60 Jahren trat der Ernstfall 11-mal ein. Und jedes Mal verhinderte die Öffnung des Tunnels eine Katastrophe. Zweck der jährlichen Übung ist es, zu kontrollieren, ob die Schleusentore einwandfrei funktionieren. Es macht schon ein bisschen Angst, wenn man sich bewusst wird, dass auf der anderen Seite der Tore die Etsch ist. Also eine sehr, sehr große Wassermasse. Wir wissen, wie die Anlage funktioniert und das beruhigt mich. Aber ein bisschen Angst ist immer dabei. Der Tunnel ist 10 Kilometer lang und schnurgerade. Der Bau war eine technische Meisterleistung. Die Arbeiten begannen 1939 und wurden im Krieg unterbrochen. Die Region gehörte zu Hitlers Operationszone Alpenvorland. Und der bereits fertiggestellte Abschnitt diente zur versteckten Waffenproduktion. Erst in den 50er Jahren wurde der Tunnel fertiggestellt. Hunderte Arbeiter waren im Einsatz, darunter Minderjährige. 15 Männer kamen zu Tode. Es ist beeindruckend, wie die Menschen hier drin gearbeitet haben, unter nahezu feindlichen Bedingungen. Das Wasser, die Luftfeuchtigkeit und dazu technische Mittel, die keineswegs so waren wie heute. Nach 20 Minuten Fahrt erreichen Elena und ihr Kollege die Tunnelöffnung zum Gardasee. Die Katastrophenschutzübung findet immer im Frühjahr statt, bevor die Touristensaison startet. Im Ernstfall wägen die Behörden Pegelstand und Wettervorhersage ab und geben Elena und dem Team Kommando. Die Anlage ist automatisiert. Ein Knopfdruck reicht, um die Schleusen zu öffnen. Die Wassermenge entspricht nur einem Bruchteil der Fluten, die bei einer Katastrophe durch den Tunnel rauschen würden. Das Wasser, das im Ernstfall abgeleitet wird, hat eine extreme Kraft und eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Es kommt in einem großen Schwall aus den Bergen. Und wenn es in Torboli in den Gardasee fließt, hat es maximale Kraft und Geschwindigkeit. Im November 1960 musste der Tunnel das erste Mal geöffnet werden. Infolge des enormen Zuflusses kann der Wasserspiegel des Gardasees um bis zu 20 Zentimeter steigen. Vor mehr als 500 Jahren war der Gardasee Schauplatz im Kampf um die Vorherrschaft in Oberitalien. Die Venezianer transportierten ihre gesamte Flotte von der Etsch über die Berge zum See. Mehr als 2000 Zugtiere und hunderte Männer waren im Einsatz. Die Wallfahrtskirche Madonna della Corona liegt rund 600 Meter über dem Etschtal.
Die Veroneser Klause, eine Engstelle des Tals, war in der Geschichte immer wieder Schauplatz von Kämpfen und Blockaden. Für Rosemarie ist es einer der schönsten Abschnitte der Etsch. Nirgends reichen die Felsen so dicht an den Fluss. Ich sitze wie ein Frosch sozusagen im See und blicke nach oben. Und wenn man entlang dieser massiven Felswände fährt, da kommt man sich dann schon sehr klein vor. Am liebsten ist Rosemarie mit sich und der Natur allein. Im Kanu ist Platz für das Nötigste. Das Schönste an einer Kanuwanderung ist einfach das Erleben von der Landschaft und dabei immer wieder abschalten zu dürfen und einfach auch wirklich wieder diese Erfahrung machen zu dürfen, mit wie wenig man glücklich sein kann auch. Mit wenig gaben sich die Bauherren venezianischer Villen nicht zufrieden. Die Anwesen rund um Verona zeugen von Reichtum und gesellschaftlichem Erfolg. Einige sind seit Generationen in Familienbesitz, andere beherbergen Weinkellereien oder Luxushotels. Typisch für die Gärten in italienischem Stil ist die geometrische Gestaltung. In Verona umarmt die Etsch förmlich die Altstadt. Die Ponte Pietra aus der Römerzeit ist die älteste Brücke der Stadt. Sie wurde 1945 von deutschen Truppen zerstört. Genauso wie die Ponte Scaligero aus dem Mittelalter. Beide wurden originalgetreu wieder aufgebaut. Rosemarie erlebt die Stadt aus einer Perspektive, wie sie kaum ein Tourist sieht. Denn die Etsch ist nicht schiffbar. Wenn ich durch diese Stadt fahre, dann habe ich den Eindruck, als würde ich durch die Vergangenheit fahren. Man denkt dran, wie wurde das Ganze gebaut? Wie haben die Menschen damals gelebt, um diese ganzen Strukturen zu bauen? Gerade vom Fluss aus sehe ich die ganzen Mauerwerke sehr deutlich. Und dann überlegt man sich schon, wie viel Arbeit, wie viel Menschenkraft steckt da dahinter. Bis ins 19. Jahrhundert gab es im Stadtzentrum zahlreiche schwimmende Mühlen. Gemahlen wurden Getreide, Mineralien zur Herstellung von Farben oder Eichenrinde zum Gerben von Leder. Die Rohstoffe kamen per Schiff über die Etsch. Mit der Industrialisierung verschwanden die Mühlen. Susanna Grisanti ist auf dem Weg zur Arbeit. Sie stammt aus Verona und kennt in der Altstadt jeden Schleichweg. Susanna hat den wohl schönsten Arbeitsplatz der Stadt. Die Arena von Verona, das drittgrößte römische Amphitheater Italiens, berühmt für die Opernfestspiele im Sommer. Ich habe 83 oder 84 mit einem Bauchladen in der Arena angefangen und in den Rängen Getränke und Eis verkauft. Da habe ich das erste Mal eine Oper gesehen. Es hat mich sehr berührt. Diese vielen Menschen, die Lichter, die brennenden Kerzen vor Beginn der Aufführung. Es war sehr bewegend. Mittlerweile ist Susanna Bühnenarbeiterin und eine von wenigen Frauen im Team. Am Vormittag bauen sie und ihre Kollegen die Kulisse für die Vorstellung am Abend auf. Heute steht Aida auf dem Spielplan, die Oper, mit der 1913 alles begann.
Zum 100. Geburtstag von Giuseppe Verdi hatte man eine besondere Spielstätte gesucht. Und der Publikumserfolg gab Anstoß zu den Festspielen. Susanna arbeitete zunächst als Maskenbildnerin. Doch der Job füllte sie nicht aus. Sie schulte um und wechselte das Gewerk. Heute manövriert sie große Teile und weiß um die Gefahren in der Arena. Der Wind ist gefährlich, weil wir hier in einer Art Kessel sind und sich ein Sog entwickeln kann, der manche Gegenstände orkanartig mitreißen kann. Deshalb befestigen wir sie zur Sicherheit mit Seilen. Und trotzdem besteht immer die Gefahr, dass sie sich bewegen, denn es sind sehr hohe Teile. Bis das Bühnenbild steht, brauchen Elena und ihre Kollegen den ganzen Tag. Und nach jeder Vorstellung müssen sie alles wieder abbauen. Valentina Visenti arbeitet tagsüber in einem Kosmetiksalon und eilt danach zur Arena. Ihr Weg führt durch die Altstadt, die zum Welterbe der UNESCO zählt. Valentina stammt aus dem nahegelegenen Treviso und ist erst vor kurzem in die Opernstadt gezogen. Sie liebt das historische Flair. Ich war das erste Mal mit 8 Jahren in Verona, um mit meinen Eltern eine Oper in der Arena zu sehen. Es war Aida und sie kam mir ellenlang vor, aber sehr majestätisch. Ich war wie verzaubert. Es war wie in einem Traum, wie in einem Film. Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Valentina und ihre Kolleginnen arbeiten in der Maske wie am Fließband. Hunderte Statisten müssen geschminkt werden. Es ist die pure Magie. Wenn ich hier reinkomme, betrete ich eine andere Welt, bestehend aus unglaublich vielen Menschen, die alle die Leidenschaft für diese Arbeit teilen. Für mich war es unglaublich. Seit ich klein war, habe ich davon geträumt, hinter die Kulissen zu schauen. Plötzlich wurde der Traum wahr und es gelang mir sogar, einen Job hier zu bekommen. Das ist für mich das Höchste der Gefühle. Es ist wie eine Droge. Von den Sängern über die Tänzer bis zu den Requisiteuren. Viele sind seit Jahren oder sogar Jahrzehnten jeden Sommer dabei. Heute Abend ist Saisonpremiere. Während sich die Ränge allmählich füllen, machen sich die letzten Darsteller auf den Weg. Vito Salvia und seine Frau fahren aus dem Umland an, immer entlang der Etsch. Die beiden arbeiten seit 30 Jahren für die Festspiele und bringen eine empfindliche Fracht. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir das erste Mal in die ausverkaufte Arena reingeritten sind. Es war während des Triumphmarschs. Und all die applaudierenden Zuschauer zu sehen, war sehr bewegend. Mehr als 13.000 Zuschauer fasst die Arena. Vito und seine Familie laden die Pferde erst in letzter Minute ab, damit die Tiere nicht nervös werden. Auch wenn sie trainiert und das Rampenlicht gewöhnt sind, besteht immer die Gefahr, dass sie auf der Bühne erschrecken. Musik
Der Triumphmarsch mit mehr als 400 Akteuren auf der Bühne ist einer der Höhepunkte von AIDA. Die Verdi-Oper ist seit jeher der Gassenhauer auf dem Spielplan. Wenn es auf die Bühne geht, freuen sich die Pferde. Die Musik bereitet ihnen keine Probleme. Sie suchen von Natur aus das Harmonische und genießen die Musik. Südlich von Verona schlängelt sich die Etsch durch die Po-Ebene, einen der fruchtbarsten Landstriche Italiens. Endlich darf der Fluss seinem natürlichen Lauf folgen. Nur an wenigen Stellen wurde er begradigt. Rosmarie hat einen ruhigen Abschnitt vor sich. Je breiter der Fluss wird, desto geringer die Strömung. Bis zum Meer sind es nur noch wenige Kilometer. Am Ufer ragen immer wieder venezianische Kirchtürme empor. Zwei Uhr früh im Hafen von Chioggia, einem der wichtigsten Fischereihäfen an der Adria. Nach Tagen auf offener See landen die Fischer an, um ihren Fang abzuladen. Das Meer bestimmt die lokale Wirtschaft. Am Fischfang hängen tausende Arbeitsplätze. Ein Kutter ernährt mehrere Familien. Der Großmarkt von Chioggia ist einer der bedeutendsten Umschlagplätze für Fisch im Norden Italiens. Ab 3 Uhr früh bringen die Händler ihre Ware in die Halle. Neben Fisch aus der Adria wird auch Importware feilgeboten. Um 4 ist Einlass für die Käufer. Massimo Bosato kauft täglich für seinen Stand auf dem Markt in der Altstadt ein. Zunächst verschafft er sich einen Überblick über die Preise. Dann überprüft er die Ware auf Qualität und trifft seine Wahl. Das Geschäft vollzieht sich für den Laien fast unsichtbar. Das Markttreiben hat seine eigenen Gesetze. Die Händler gehen nach Sympathie, wenn du oft bei ihnen kaufst oder auch mal Ware abnimmst, die übrig geblieben ist. Ich feilsche immer. Das haben wir in unserer DNA. Je weniger ich hier für den Fisch ausgebe, umso mehr verdiene ich drüben. Morgens um 5 weiß man in Chioggia nie, wer noch und wer schon wieder wach ist. Manche fallen nach harten Tagen auf See ins Bett, andere beginnen ihre Schicht. Massimo fällt das frühe Aufstehen immer noch schwer, obwohl er schon lange im Geschäft ist.
Der Markt öffnet um 6 und er weiß, seine Kunden kommen früh. Massimo hat vor allem kleine Fische für den kleinen Geldbeutel im Angebot. In die Anordnung der Auslage steckt er viel Mühe. Das Auge kauft schließlich mit. Als Kind wollte ich nicht zur Schule gehen. Ich habe verschiedene Jobs gemacht. Habe als Kellner und als Maurer gearbeitet. Dann bin ich als Fischer raus aufs Meer gefahren. Das mochte ich sehr, aber ich wurde immer seekrank. Deshalb habe ich beschlossen, Händler zu werden. Und das bin ich jetzt seit 35 Jahren. Alles, weil ich nicht lernen wollte. Klein Venedig wird Chioggia oft genannt. Tatsächlich erinnert der Kirchturm an den Markusturm. Und wie die Serenissima liegt die Stadt auf einer Insel. Aber in Chioggia geht es wesentlich gemächlicher zu. Die Chioggiotti, wie sich die Einwohner nennen, gelten als dickköpfig und streitlustig. Der Vergleich mit Venedig spornt sie an. Voller Stolz betonen sie, dass ihre Stadt wesentlich älter sei. Chioggia ist die schönste Stadt der Welt. Viel schöner als Venedig. Da sind viel zu viele Touristen, weil Venedig weltweit bekannt ist. Nachts vom Boot aus ist Chioggia wunderschön. Massimos Geschäft floriert. Zurzeit haben Flundern- und Sardellensaison. Kaum ein Stand auf dem Markt zieht so viele Kunden an. Von Dienstag bis Samstag steht Massimo jeden Morgen hinter der Theke. Er ist mit Leib und Seele Verkäufer. Das ist die Schule des Lebens, das haben wir in uns. Auf dem Markt von Chioggia hat man es nicht so einfach wie auf einem Wochenmarkt außerhalb. Hier sind wir alle Konkurrenten. Die Einheimischen sind skeptisch gegenüber Importware. Bei uns geht nur lokaler Fisch. Die Zukunft der Fischereiflotte Chioggias ist vorerst sicher. Nur samstags besteht Fangverbot und die Kutter bleiben im Hafen. Das Po-Delta ist eines der größten Sumpfgebiete Europas und UNESCO-Biosphärenreservat. Die Etsch bildet die nördliche Grenze des Deltas. Rosemarie ist am Ziel ihrer langen Reise und kann das Meer bereits spüren. Nach 415 Kilometern mündet die Etsch in die Adria. Im Bereich der Mündung herrscht eine bestimmte Strömung und der Fluss zieht einen sehr schnell ins Meer rein. Und in dem Moment, in dem auch der Meeresspiegel mitspielt, bekommt das Kanu einen ganz anderen Rhythmus. Für mich persönlich herrscht dort einfach eine große Schaukelei. Und da muss ich dann schon viel mehr aufpassen, um nicht auch noch seekrank im Boot zu werden. Für Rosemarie war die Tour von Südtirol an die Adria entspannend und bereichernd. Die Etsch hat eben viele Geschichten zu erzählen.